Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Smile Snakes. Ich bin Paul und heute machen wir etwas, was viele von euch vielleicht schon mal machen wollten. Wir machen eine Home Tour. Also ich zeige euch alle Tiere, die wir bei uns haben. Und ja, Clio und Sunny kennt ihr ja schon, deswegen hole ich die beiden jetzt mal nicht raus. Also die habt ihr ja schon gesehen, alle. Ja, dazu habe ich ja auch schon einiges erzählt. Und ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch mal die anderen Tiere. Hier lebt unser Hamster Fridolin. Der ist nachtaktiv. Vielleicht, wenn wir Glück haben, können wir ihn vielleicht sehen, einmal kurz finden. Der hat hier überall seine Nester und alles. Also da muss man echt teilweise gucken. Der ist halt nachtaktiv. Und den haben wir auch noch nicht so lange. Jetzt gerade finde ich ihn nicht. Vielleicht kann man den Kleinen ja gleich mal finden, wenn wir wieder reinkommen. Vielleicht sehen wir den ja dann. Ach, da ist er, guck. Könnt ihr ihn sehen? Da unten drin. Da. Das ist Fridolin. Ist ein kleiner Racker. Und der klettert auch gerne. Da. Kleiner Süßer. Guck. Der klettert dann auch mal hier hoch. Der klettert gerne. Ja. Das ist der Fridolin. Und dann zeige ich euch jetzt noch die anderen Tiere. Da haben wir hier einmal das Ritter Anolis Anni. Kann man hier vorne super sehen. Sitzt gerade hier vorne. Ist gute 50 bis 60 cm lang. Und ernährt sich von Heimchen. Also das sind so kleine Insekten. Hier, da kann man sie sehen. Das sind diese ganze Krabbelzeug. Und das frisst sie. Und ja, die ist ein bisschen scheu. Also die haut dann auch ab. Und ja, hier ist ihr Futter. Hier in dem hier. Ist Wasser drin und da ist Mus drin. Frisst auch gerne Apfelmus oder Birnenmus und so. Ja, das ist das Ritter Anolis. Ist auch ein sehr süßes Tierchen. Ist schön zum Anschauen, weil sie sich auch relativ viel bewegt. Ja, hier, das ist das nächste Tier. Da haben wir, die kann man sehr schlecht sehen, aber ich kann sie euch auch nur erzählen. Also da sind so kleine wandelnde Blätter drin und philippinische Gespensterschrecken. Vielleicht auch ein paar australische. Das konnte ich aber noch nicht feststellen, weil die noch so klein sind. Man sieht die jetzt hier halt extrem schlecht. Aber die sind sehr, sehr klein. Die werden vielleicht, also die sind jetzt momentan so, können halt aber bis zu maximal 15 cm groß werden. Und die sind auch schon cool, also sind schon cool anzugucken. Ja. Und das hier ist jetzt natürlich auch mein Highlights-Tier, so. Also, gehört zu den Lieblingstieren. Sind Kornattern. Da, die ihr da gerade seht, das ist Sally. 2 Meter lang. Frisst zwischen 1 und 2 Ratten. Jede zweite Woche. Und sie ist auch echt süß, ne? Rausnehmen tue ich sie nicht so gerne, weil sie ist halt echt groß und schnell. Also, sie ist eine richtig süße. Da kann man auch sehen. Da lebt die drin. Guck, also nicht leben, sondern da versteckt sie sich drin. Ist eine richtig, richtig kleine Süße, ist sie. Ja, eine Süße. Und hier oben, das ist der Jimmy. Also zu den Kornattern wollte ich auch noch mal mehr erzählen. Das hier ist ein richtig süßer. Guck mal, und der ist auch richtig, richtig schön. Also das ist eine richtig wunderschöne Schlange. Und er ist natürlich, er ist sehr neugierig. Also, er kommt auch gerne mal hier vorne an die Kamera. Hallo, Jimmy. Und er ist halt schon, also, manchmal ist er ziemlich schnell und aufbrausend. Und da ist es halt schwierig, ihn dann rauszunehmen. Aber er ist ein ganz lieber. Er ist auch relativ groß. Er ist 1,70 Meter. Also noch nicht so groß wie Sally. Aber er ist ein Süßer. Und wenn man die hier dann ab und zu rumklettern sieht, das ist schon cool, weil sie halt
hier durchgehen können, da oben rüber. Die klettern hier oben rauf, hinten, da hinten lang, hier dann wieder runter. Dann gehen sie da mal rein und schlängeln hier unten lang. Die graben auch, also dann sind sie mal hier unten und haben sich einen Gang gebaut. Hier sieht man auch einen Gang, also der geht da hoch und da weg. Und naja, ist halt das Übliche, ne? Hier liegt noch Kot. Und hinten haben die noch eine Wasserschale. Ja, das Übliche halt, ne? Hier noch so zum Verschönern eine schöne Pflanze. Und da auch. Es sind schon sehr coole Tierchen. Das waren die Tiere, die wir hier im Haus haben. Und draußen habe ich natürlich auch noch Kaninchen, also wir. Und die zeige ich euch natürlich auch nochmal. So, das ist eins von den drei. Wir haben drei Kaninchen. Das ist Lisa, die kleinste. Das sind zwar Kaninchen, aber sie können relativ groß werden. Ich bin mir jetzt nicht zu hundertprozentig sicher, wie groß sie werden. Aber auf jeden Fall, sie werden noch deutlich ein Stück größer, als Lisa jetzt ist. Lisa ist die, sagen wir mal, die zahmste. Also, sie ist, wie soll man das sagen? Also, sie vertraut einem. Sie kommt auf einen zu und so. Die anderen sind ein bisschen scheuer, kommen aber am Tage auch. Und wir haben die auch im ganzen Garten rumlaufen, weil wir das einfach besser finden. Und ja, also die drei, die wir haben, sind Zwergwidder, eine Unterart halt. Und die sind auch ganz schön verfressen, aber laufen natürlich auch sehr viel. Also haben sehr viel Zeit. Haben sie ja auch. So, da kann man jetzt hier nochmal sehen, wie die hier. Die haben halt schönes weiches Fell und man kann sie auch ganz gut filmen, weil die auch echt niedlich sind. Hi Leo. Also, das hier vorne, die gerade angehoppelt kam, das hier, das ist Löwenshähnchen. Und hier, das ist unsere große Blackie. Sie ist ausgewachsen und ist eine echt süße. Sie jagen sich zwar auch, so, das ist ja normal wegen Revier und so, aber sie sind schon sehr süß. Die Löwenshähnchen. Sie sind beide auch sehr verfressen und leben, also, naja, leben tun sie ja immer im Garten, aber hier sind sie dann abends in unserem Außengehege, was wir für die gebaut haben. Da unten können sie hin. Hier haben wir eine Palette hingestellt und da hinten ist halt der Käfig, wo wir sie dann gegen 10 Uhr abends immer reinbringen. Der ist hier. Das ist der Käfig. Ja, ist schon schön mit den ganzen Tieren hier. Ist schon schön. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war halt die Home-Tour. Die Tiere, die wir zu Hause haben und auch im Garten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.